Moin miteinander und herzlich willkommen zurück bei Dead Space. Heute wieder mit Timo. Moin moin. Und einer kleinen Besonderheit, die es bisher so auch noch nicht gegeben hat. Der letzte Part hat mir mental so zum Schaffen gemacht, dass ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr. Und Timo ist jetzt an der Tastatur und an der Maus. Das heißt, wenn jetzt irgendwas schief geht, macht nicht mich verantwortlich, macht ihn verantwortlich. Aber ich dachte mir, vielleicht geht es ja ein bisschen schneller voran, wenn ich an der Tastatur bin, weil ich habe auch schon in den Kommentaren gelesen, dass ich ja auch gerne mal irgendwo rumstehe und nicht weiterlaufe, und das wird ja jetzt hoffentlich anders, wenn du an der Tastatur bist, ne? Ja, mal schauen. Ich probiere mal mein Bestes aus. Ja, dann würde ich sagen, auf zum Z-Ball. Genau, gucken wir mal, was es da so gibt. Eintritt Schwerelosigkeit. Ja, und jetzt bin ich schon froh, nicht mehr an der Tastatur zu sein. Oh ja. Verschwende mir nicht meine Muni, die habe ich gerade teuer gekauft. Du kannst übrigens mit dem Mausrad, wenn du drückst, das Teil, die ist da. Ja, genau, da kannst du die Maske das abtrennen. Oh, da sind noch ein paar mehr. Da ist einer. Der weg. Auf den Schwanz. Der ist tot. Und das war's. Nee, der ist hartnäckig, der liegt noch. Boah. Gott, oh Gott. Hartnäckige Mistviecher. Alter Schwede. Die wollen es auch wissen. Ja. Oh. Super, das Medipack gleich wieder drin, was wir gebraucht haben. Da ist noch irgendein Medipack. Der hat auch noch was liegen lassen. Da das Orangene. Plasma-Energie! Oh yeah! Jetzt haben wir Plasma-Energie. Ja. Also, Z-Ball spielen wir übrigens nicht. Haben wir uns gerade in der Pause dazu geeinigt. Da ist noch was. Da. Oh, Geld. Ich konnte aber gebrauchen. Geld ist immer gut. Dann kriege ich irgendwann diesen blöden Anzug auch zusammen. 60.000 Credits. Ende der Schwerelosigkeit. Heftig, heftig, heftig. Ja. Wie kann ich treten? Mit Leertaste. Yeah. Ja, die kleinen Highlights dieses Spiels. Nachtreten. Genau, wenn sie schon am Boden liegen. So, kommt noch was? Sieht gut aus, wenn du B drückst, dann siehst du, wo du lang musst. Da lang. Ah, ich muss da lang. Okay. Wir werden sehen. Wo geht's da hin? Kannst du mal lesen? Schlafblock C. Ah, nach A, B kommt natürlich C. Und jetzt sind wir Klasse 5 Personal. Also ich würde sagen, wir steigen immer weiter auf. Ja. Ob das nun positiv ist, weiß man nicht. Nee, wahrscheinlich eher nicht. Ich wäre ja auch schon mit Schlafblock A zufrieden gewesen. Oh, Reload, sehr gut. Oh, Speicher. Mhm. Kannst du bei Tod bei Ankunft einfach auf den zweiten. Sehr. Ja, genau. Einfach darauf speichern, bei annehmen. Ja, die Maus, muss man zu seiner Verteidigung sagen, die Maus in diesen Menüs sind furchtbar. Oh ja, auf jeden Fall. Wir haben auf dem Planeten unter uns einen Marker gefunden. Okay. Dass sich Gottes Plan entfaltet und dass wir seine Erben sind. Wir werden auferstehen. Alles, woran wir glaubten, wird wahr. Unitology ist die Wahrheit und ihr Tod ist nur die erste Phase. Von dem physischen Ablauf dieser Transformation abschrecken. Bald schon werden sie alle physischen Belange abgeschüttelt haben. Sie müssen... Ihr Narren, das ist es, wonach wir all die Jahre gesucht haben. Das ist es, worauf wir gewartet haben. Hört sie nicht auf sie. Kommen sie zurück. Kommen sie zurück. Wenn es noch einer ist. In dieser wichtigen Stunde von der Kirche abdenken. Was war das denn, was so umgeplatscht hat? Hören Sie nicht auf. Kann man das irgendwie ausstellen, bitte? Was in der Kolonie passiert ist, ist keine Tragödie. Das ist Gottes Werk. Das ist um einiges fantastischer. Wir haben auf dem Planeten unter uns einen Marker gefunden, dass sich Gottes Plan entfaltet und dass wir seine Erben sind.
Wir werden auferstehen. Da liegt noch was. Alles, woran wir glaubten, wird wahr. Da lag noch was auf dem Boden. Unitology ist die Wahrheit. Aber es ist nichts. Entschuldigung. Tod ist nur die erste Phase. Oh, kannst du noch mal Q drücken? Sie sieht nicht ganz gesund aus. Abschrecken. Bald schon werden sie alle physischen Belange abgeschüttelt haben. So, wo müssen wir sie hin? Sie müssen... Da, okay. Das ist es, wonach dann müssen wir den nicht mehr anhören. Der nervt ein bisschen. Und ich finde, Unitology hat nicht nur als ein wenig Ähnlichkeit mit dem Namen Scientology, oder? Ja. Kommen Sie zurück! Oh, der nervt einen der Grund. Ja, kann sich nicht mehr konzentrieren. Oh. NAV-Karte? Ja. Ah, ist Energieknoten? Ja, mach mal. Okay, Lagerraum. Ja, Lagerraum klingt gut. Falls sie halt ist schon wieder Blut, aber sieht gut aus. Ich glaube, der Energieknoten hat sich. Oh, der Energieknoten hat sich gelohnt. Nimm alles mit, was du kriegen kannst, Timo. Alles. Und Ripperkling. Aber weißt du, was das fies an so einem Lagerraum ist? Ich glaube, jetzt kommt ein Bosskampf. Ach nö. Ich glaube fast schon. Wo musst du hin, B? Okay. Wo will er dich hin? Hä? Da rein. Ach, du musst die Teile. Oh, da ist noch was. Da links ist noch was gewesen. Und du musst die Teile verschieben. Und während du das machst, wirst du wahrscheinlich 10.000 Mal angegriffen. Wie? Diese Dinge? Du musst jetzt die. Oh, ich bin so froh, dass ich das nicht machen muss. Alter, Scholli, du musst jetzt mit Chinese, wenn du F drückst. Also, wir siehst dir dann mal das Ding an. Genau, das musst du aber anvisieren. Da, auf der Seite unten. Das hier. Das, damit du da reinkommst. Genau. Und ich wette, du wirst jetzt gleich von irgendeinem fiesen Bossgegner angegriffen. Weil ich mir sonst nicht erklären kann, warum sie dir Munition gegeben haben. Das Spiel ist nämlich nicht lieb. Habe ich feststellen müssen. Schenkt dir nichts. Nee. Vielleicht kommt sogar der Unsterbliche. Kennst du den noch aus meinem Spiel? Da ist links war noch was zum Einsammeln. Oh, ein Halbleiter. Ich glaube, den kannst du nach links schieben. Den da, der vor dir, direkt vor. Nee, irgendwie geht das doch nicht. Hm. Vielleicht den wieder zu und den dann dahin. Oh, das geht auch so verflucht langsam, ne? Okay, und jetzt die da irgendwie lang. Ist aber auch ein System, ne? Ja. Setz nochmal nach, ich glaube, der ist noch nicht ganz da. Na komm, bei mit ihm. Sind die echt so schwerfällig, wie sie jetzt sich gerade anfühlen bei dir, oder? Ah, nee. Okay. Okay. Weil ich glaube nämlich, du musst gleich schneller machen. Es kann nämlich gleich sein, dass du angegriffen wirst. Also mir ist das beim letzten Mal passiert. Ich glaube nicht, dass das Spiel netter geworden ist. Okay. Okay, du kriegst viel zu viel Stuff. Du wirst gleich angegriffen. Kriegst viel zu viel Zeug. Das ist unnormal für das Spiel. Doch, Mano. Ich bin doch hier schon. Oh, warum? Oh, warte. Sie lacht. Warum lacht sie? Keine Ahnung. Oh Gott, ist das. Guck sie mal an. Vielleicht kannst du mit ihr reden. Ja, das ist. Nein, du kannst nicht mit ihr reden, habe ich gerade festgestellt. Na, guck mal. Ich glaube, die ist ein bisschen. Oh. Ups. Ja. Sorry, Kollege. Das, Timo meint das nicht so. Das ist seine. Das ist seine Aggression manchmal. Ja. Sorry. Bernhard, war nicht so gemeint. Ei, ei, ei. Kannst du speichern irgendwo? Na, glaube ich nicht. Oh, nochmal. Oh, oh, oh. Aufgabe erfüllt ist scheiße. Diesmal gibt es keine Fluchtmöglichkeiten mehr, mein Freund. Bis jetzt waren sie ja ganz einfallsreich, aber meine Kreation ist frei, wiedergeboren in die Toten. Jetzt wird es Zeit, dass sie sich einbringen. Ich glaube, jetzt hast du Spaß in diesem Rätsel. Scheiße, schieß ihn mal auf die Beine. Beine, 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 Beine. Und auf die Arme. Und jetzt renn. Renn, 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 renn. Du kannst ihn nicht töten. Wie, ich kann ihn nicht töten? Der ist unsterblich. Och, Mano. Verschwende keine Munition, sonst hast du gleich keine mehr. Renn, 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 renn. Oh, 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 oh. Der ist sterblich, das macht nichts. Und jetzt ganz schnell den wieder zumachen.
den wieder. Nee. Ah! Falsche Taste. Dahin zielen und F. Genau. Geh nicht richtig zu. Nee, ich glaube, das ist ein Leichenteil dazwischen. Aber vielleicht kannst du es ja trotzdem schon schieben. Du. Oh, ich fange an zu schwitzen, aber spielst du? Wahrscheinlich kommt er jetzt von vorne. Jetzt musst du wahrscheinlich da rein. Ah! Ich versuche das nicht. Der ist am Sterben. Aber der ist jetzt hier. Euch. Okay, lauf vor dem weg. Den kannst du nicht töten. Oder schieß ihn noch in die Beine und jetzt lauf weg. Wohin denn? Weiß ich nicht. Drück B. Du musst da rein. Scheiße. Du musst ihn irgendwie ausschalten. Wie ausschalten? Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Den kannst du erstmal töten. Den kannst du erstmal töten. Okay. Und den mit seinen Beinen. Immer die Beine wegschießen, dass wir überlegen können, was wir machen müssen. Okay. Quatsch, reicht. Nicht zu viel Mini verschwenden. Kannst du hier jetzt rein? Geh mal hier rein. Kannst du da rein? Das ist die Toilette. Ja, weiß ja nicht. Vielleicht muss er ja mal. Oh. Jetzt nicht unsterblich. Den kannst du töten. Und da in der Ecke war noch was. Vielleicht hast du ja in der Toilette ein bisschen Ruhe. Du weißt, nee, hast du nicht. Sorry, du hast keine Ruhe. Und lauf. Alter, das hört ja gar nicht mehr auf. Vorsicht, da ist noch einer, der schießt. Kein Wunder, dass du so viel Mini brauchst. Ja, cool. Schloss überbrückt, verschwinde, drück Q und renn. Renn. Da rein. Lass alles liegen, ist scheißegal. Lauf. Und renn. Oh, Alter! Schieß, du gehst rein! Munition! Drück 4. Jetzt, schieß! Der Sachen, die ich bisher herausgefunden habe, stammt aus seinen Aufzeichnungen. Der Mann ist total irre. Geh auf! Schieß ihm die Beine weg. Und Beine. Und den Aufzug zu machen. Schnell. Oh, Alter. Und Q drücken. Oh. Vorsicht, jetzt kann von da was kommen. Oh, ich hätte nachladen sollen. Alter, hast du noch Munition gehabt? Ich dachte gerade schon, du hast doch noch welche, du hast doch so viel. Ich habe doch so viel gekauft. Ja. Oh. Ach Gott, ey. Oh, ich bin voll am Schwitzen. Oi. Wir müssen gleich echt durchlüften hier, ich stinke die ganze Bude voll. Alter, das war jetzt so. Oh, jetzt wird's nochmal heftig. Der Raum ist zu groß, als dass da nichts passiert. Lauf weiter. Oh, jetzt. Töte das Viech. Schnell, bevor's. Schneller. Ich glaube, das ist nicht erwischt. Okay, aber mir ist egal. Ja. Ja, voll der Kampf. Du kannst auch mit rechts klicken. Du kannst auch schießen. Okay, ist gut. Sagen wir nochmal ein, was er hat. Idiot. Oh, Plasma-Energie. Drück mal R. Wie viel? Hast du wirklich nur noch 6 Schuss? Ich weiß es nicht, wie können wir nachdenken? Uff. Ey, bin ich froh, dass ich das nicht spielen musste. Ich hoffe, es nimmt dich auch ein bisschen mit. Ja, Moment. Ja, doch, total. Also, Verkauf mal ein paar Ripperklingen und kauf davon Plasma-Munition. Verkaufen durch. Mit E? Und dann nochmal E. Ja, genau. Und die letzten 15 kannst du mal lassen. Und jetzt kauf mal für, weiß nicht, für 3000 oder so nochmal ein bisschen Plasma-Energie. Also dreimal. Okay. Jetzt haben wir immerhin wieder ein bisschen Schuss. Ja, das ist schon mal gut. Oh, wo musst du jetzt hin, B? Nach oben. Natürlich ist das Kapitel noch nicht zu Ende. Nach oben. Eieiei. Oh, meine Güte. Ja, gerade diese Unsterbliche ist auch nervig. Ja, total. Speicher. Oh. Da.
Ich habe so ein Auge für Speicherstationen, weißt du? Ja. Das ist meine zweite Lebensgarantie hier. Kannst du auch auf dem zweiten, genau. Oh, Mann, hast du dich gut geschlagen. Ich glaube, ich hätte das nicht so gut hinbekommen. Und diese blöde, ich habe jetzt die Story überhaupt nicht mitbekommen. Die gucke ich mir gleich in der Nachbearbeitung an. Also irgendwas mit so einem Typen komisch. Ja, und der ist verrückt und der Unsterbliche ist da. Und irgendwie, weiß ich auch nicht. Und dann musste sie irgendwas überbrücken und du musstest irgendwie überleben. Oh, da ist der Verrückte schon wieder. Ach, nö. Nächste Zwischensequenz, guck ihn dir mal an. Emilia, ich wusste, dass du das Richtige tun würdest. Ich wusste es. Ich liebe dich so sehr. Sie haben es geschafft. Gott sei Dank, sie haben es geschafft. Ich habe ihren Fortschritt beobachtet. Ich weiß, dass sie das WIP-Shuttle reparieren und von ihr weg wollen. Aber eine Flucht ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Der Schockantrieb des Shuttles ist zerstört. Nein, 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 nein. Verzweifeln Sie nicht. Geben Sie nie die Hoffnung auf. Zuerst habe auch ich die Hoffnung verloren. Hab versucht, das Schiff zu zerstören, die Systeme zu sabotieren. Aber Amelia, sie hat alles verändert. Die Kirche! Sie glauben, der Marker war göttlich, aber sie wissen nicht, was hier passiert ist, was entfesselt wurde. Sehen Sie, sehen Sie, sehen Sie genau hin. Wow, oh mein Gott, Big Boy. Das ist, was wir im Kern des Planeten gefunden haben. Mercer nennt es das kollektive Bewusstsein. Es ist die Quelle, die die Necromaus telepathisch kontrolliert. Wir waren so dumm. Aber Emilia, sie wusste es. Sie wusste, dass es aufgehalten werden kann, indem der Marker auf dem Planeten zurückgebracht wird. Der Marker dämmt es innerhalb des Planeten ein. Bringen Sie den Marker zurück und versiegeln Sie das kollektive Bewusstsein. Es tut mir so unendlich leid, Amelia. Ich trage einen Großteil der Verantwortung für diese Tragödie. Jetzt muss ich die Verantwortung übernehmen. Jetzt bring dich nicht um. Zu bringen. Das wäre jetzt auch bescheuert, ne? Und für meine Sünden büßen. Nein, wehe, du bringst dich jetzt um. Aber sie können mir helfen, wenn sie das Shuttle reparieren und den Marker zurück an Bord bringen. Können wir es beenden. Für alle Zeiten. Ah. Hm. Danke dir. Ist hier noch irgendwas im Raum? Ja. Da vorne. Ah, Halbleiter. Oh, die hätten wir gerade im Shop verkaufen können, ist mir aufgefallen. Naja, kommt oh. Schon wieder ein Shop. Wir haben, glaube ich, sogar zwei. Oh, der nächste. Aufzug. Boah. Das ist schon eine mega Aufgabe, diesen Marker dann zurückzubringen und so weiter. Ja. Ich habe das Gefühl, dass du mich da auch im Stich lassen wirst, ja. Hier sogar schöner Teppichboden. Hier sind wir in der VIP-Schlafblock. Wieso wird das eigentlich immer schlimmer? Ist das Stalin? Geh nochmal dahin. Nee, der ist doch nicht Stalin, oder? Nein, nein, das ist nicht Stalin. Nein, okay. Irgendwelche komischen Männer. Der sieht so ein bisschen aus wie Magneto. Oh, oh. Der links meine ich. Der links meine ich. Ja, das, ja, das. Na, wo bist du vertieft? Rechts. Oh, wir sind so klein, aber wir schreien wie große. Über Credits. Ja, noch mehr. Ja. Oh, oh, hinter dir. Oh, das war langsam mal gut gewesen. Wir sind ganz schön schnell. Hast du noch Muni? Ja? Okay, dann wechseln wir die Waffe. Ja, nicht auf das. Ja, wohl. Oh, oh. Ja, super. Das sind wir hier 7 auf einem Streich, würde ich mal sagen. Hast du ihn rechts im Blick? Oh, nee, ist noch nicht tot. Den und den mal hier umbringen. Jetzt auch mal Schluss hier gewesen. Mann, 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 Mann. Mann.
Also ganz schön viele von denen jetzt, ne? Ja. Oh, ganz schön viel Zeug auch bekommen, das ist gut. Hier ist noch was in der Ecke. Ja. Na? Plasma-Energie. Plasma-Energie. Ein Hoch auf die Plasma-Energie, Plasma-Energie, Plasma-Energie. Ein Hoch auf die Plasma-Energie, denn die ist toll. Okay, da muss ich lang. Dann guck ich auch erstmal hier. Oh, die haben es hier doch schön. Ja, das ist wirklich... Oh. Persönliches Logbuch des Captain. Um alle Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Wenn diese Einträge abgehört werden, werden meine Taten rehabilitiert sein. Ich bin Unitologe. Inzwischen ist es vermutlich kein Geheimnis mehr, dass wir gar nicht in diesem Sternsystem sein sollten. Nur ein weiterer Abbaujob für die Firma. Bis die Kolonie den Marker fand und die Kirche aufhorchte und mich schickte, diese Pilgerreise anzuführen. Sie versicherten mir außerdem, dass ein Großteil der Crewmitglieder streng gläubig sei. Meine primäre Anweisung lautete, den Marker in der Kolonie abzuholen und auf das Schiff zu bringen. Dr. Kine, der CSO, ist Experte für den Originalmarker und erhielt die Aufgabe, auch diesen zu entziffern. Er sagt, er mache gute Fortschritte. Meine Entscheidung, eine Quarantäne über die Kolonie zu verhängen, war gerechtfertigt. Die haben da unten eine Art Epidemie und ich darf nicht zulassen, dass sie aufs Schiff übergreift. Nicht bei dieser kostbaren Fracht. Nicht, wenn wir so nahe sind. Der Planet wird morgen geöffnet. Wir werden den Marker weiterhin entziffern und bei unserer Heimkehr unsere Ergebnisse und den Marker der Kirche übergeben. Die Regierung wird das hier nicht vertuschen. Ortman. Okay. Ich würde sagen, der ist auch verrückt. Allesamt verrückt. Sehen Sie? Weiß ich nicht. Ist hier überhaupt Zeug? Ja, in der Ecke ist Zeug. Oh ja. Zeug! Geld. Money, money. It's so funny in the Timo's World. Ist da links noch was gewesen? Nee, oh. Nee, okay. Nee, schon mal nicht. Nee, nix. Aber hier hätte ich auch lieber geschlafen als im Schlafblock A, B und C, du. Ja. Da wo die ganzen anderen. Hier rechts kann noch rein und dann da gegenüber noch, würde ich sagen. Aber alles, was man. Alles, was man mitnehmen kann. Die haben ja auch eine Unordnung hinterlassen, ne? Ja. Total. Meine Güte. Oh. Ja. Wow. Wow, was war das denn? Das war ein Trap. It's a Trap. Vielleicht war das das Viech, was es angemalt hat. Ah, immer wenn du irgendwo gegenläufst, dann habe ich so Angst, dass dich irgendwas jetzt angreift. Oh. Das ist sehr intensiv, auch wenn ich selbst gerade gar nicht spiele. Ist übrigens immer noch der Timo an der Tastatur. Ich glaube, sonst wären wir auch nie so weit gekommen. Ah. Ja. Persönliches Logbuch YD First Officer. Das Schiff wird von verdammten Unis befehligt. Bisher bekannte Unis, ganz, ganz viele. Mach mal runter. Ja, scrollen. Okay, gab's keine mehr. Okay, also sau viele Unitologen hier. Das fände ich aber auch scheiße. Irgendwo im Weltraum mit total durchgeknallten Scientologen, das wäre scheiße. Hätte ich keine Lust drauf. Muss ich ehrlich sagen, wäre nicht mein Fall. So. Das ist Ich finde, du machst dich sehr gut als Innendekorateur. Oh ja. Du solltest umschulen. Ich glaube auch. Du machst das sehr gut. Oh, das ich finde, das ist sehr expressionistisch, wie du die Tische und die Stühle einfach immer verkehrt herum hinstellst. So sind sie zwar nicht mehr zweckmäßig, aber expressionistisch. Obwohl, nee, da kannst du tatsächlich, im einen kannst du noch sitzen. Das kannst du so nicht lassen. Nee, das geht nicht. Okay. So ist gut. Ach, sieht schön aus, ne? Ja. Schön. Hier gut. Wird nicht ausgeruht. VIP-Schlüsseldeck. Und eine Speicherstation, super cool, die kommt wie gerufen. Dann können wir nämlich an dieser Stelle Feierabend machen und ich bedanke mich von ganzem Herzen bei dir, dass du dieses Kapitel so viel gespielt hast. Ach, gerne doch. Oh, hat uns auf jeden Fall sehr viel vorangebracht. Ich glaube, da sind ja auch die Zuschauer sehr dankbar, dass wir endlich mal ein bisschen von der Story gesehen haben und nicht nur Lupus, wie er in irgendwelchen Ecken sich verkauert hat. Und vielleicht bist du ja irgendwann nochmal mit dabei. Ich weiß ja nicht, wie lange das Projekt noch geht. Und dann verabschiede ich mich auch von euch. Und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss.